Hallo und herzlich willkommen, ihr Milchtrinker, zurück bei Skyrim. Wir spielen wieder Paddy und Phil für euch Let's Play. Was heißt für euch eigentlich größtenteils für uns? Wir lassen euch an unserem Spaß teilhaben. So muss man das eigentlich mal sehen. Ja. Genau. Wir wollten in der letzten Episode unsere erste Action-Quest hinter uns bringen, sind daran kläglich gescheitert. Ja. Jetzt decken wir uns mal ein bisschen mit Heiltränken ein, weil wir haben nur einen. Hier Potion of Health. 112? Nein, dann nimm die mit Minor Healing. Aber die kosten nur die Hälfte. Okay, ein. Achso. Ein. Ja. Gut, okay. und dann müssen wir uns. Follower. Hat keine Bücher, genau. Follower. Dann die Follower, ja. Out of my sight, dann wirft er hier gefühlt so Sachen durch den Raum. Ne, jetzt holen wir uns einen Follower. Haben gesagt, guck mal in dem Gasthaus, in der Taverne. Ja, also. In der Spelunke. In der Spelunke. You need anything. Also ich weiß es zumindest aus Windhelm, nicht aus Windhelm, aus Riften und aus Whitewater. Da findest du Follower immer in der Kneipe. Das heißt, ich bin dir mit der Mütze. Yes. Das kann ich nicht. Das ist nur Citizen. Nils. My friend died. Things won't be the same without her. Tut mir leid. Der ist gerade gestorben. Alter, wie viel sind das denn hier? Guck mal, die Schlange ist so. Polonaise. Also alle mit dem Namen kannst du ansprechen. Der Rest ist, denke ich mal, uninteressant. Oder ist das ein Krieger? Da hier. Yes. Yes. Citizen. Bagger. Bagger. Ja. You don't know what freedom really means. So, the ship captain. What the ship captain? The North Wind is my mistress. And I'm her master. I don't tolerate any disloyalty. You looking for work? Got a sailor who thought running a gang of thieves would be more money than hauling my cargo. You make an example of that gang. I'll give you a year's worth of pay. Oh, was verdient so ein Sailor im Jahr? Oh. That's the spirit, right? See you round. Alles klar, haben wir wieder neue Quest. You want something from me? Adonato. I'm a writer by trade. Not that the people of Sky ist ein Krieger. Tatsache. I write drama, friend. The legends and history of Skyrim made to excite and inspire. Poor Gerard Germain at the Bard's College has been waiting for my latest work, Olaf and the Dragon, for weeks now. Roads are a mess. Ja, Mama. When you see Gerard, ask for a tip. I'm sure he'll be in a good mood after reading this. Trinkgeld, immer her damit. You lose yourself in the pages so, of a good ja. Book. Stimmt. If it's a mercenary you're looking for, you find him. There's no stronger sword for hire in Skyrim. Ja, komm her. My blade is sharp and I thirst for battle. Onward then. Gut. Okay, alles klar. Lead on then. I still can't believe Isabella's ja. Gone. Ja. Was? She was such a helpful young lass. Isabel? Ja. Für eine von den Toten vom Runfiff. Ja, das einzige Opfer, worum es ging, das war Susanna. Ne, die haben mehrere Opfer, yes. Ne? Haben sie ja gesagt. Ja, aber von den anderen ist nie gesprochen worden. Achso. Jetzt ist es schon der zweite, der von Isabel spricht. Ach, war da noch einer von Isabel gesprochen? Ja. I'm a sailor on the North Wind. We're laying over ja. Hier, der Nils. Und, geh mal hier zu Uschi an Krisen. Er hat von Isabel geredet? Ja. I'm the cook up at Candlehearth Hall. Der hat gerade eben, oh, meine Freundin ist gone. Aber nicht Isabel. Frag sie mal wegen fresh baked bread and good cheese if you're after a bite to eat. Enjoy your stay and don't break nothing. Vielleicht kommen wir da noch zu. Keine Ahnung. Siehst ja wie unsere Frage so, ach ihr seid der Schiffskapitän so. Hä? Was für ein Kapitän? Warte. Ist der jetzt bei uns dran? Warte. Geh nochmal hinter in den Dunkelelfen-Distrikt. Ja, der ist. Okay. Ja, ja, der kommt. Okay. Wegen dem. Da gab's diesen Gemischtwarenladen. Gemischt. Genau, Gemischtwarenladen? Ja.
Ja, wo wir den Ring zurückbringen haben müssen. Okay, ja. Hm? Weil? Der war hier? Der ist da rechts unten. Da unten. Ne? Geradeaus von mir. Vielleicht hat der noch so ein Buch mit dem Feueratronach oder so. Weil da hätten wir genug Firepower und Manpower. Ich weiß, wir noch genug Gold haben. Doch, genau, für ein Buch heißt es. Take a look. Take a look. Was hat der für Bücher? Spelltome Healing. Healing and Oak Flash. Vielleicht ja. Potions? Potions of Healing 112 und eine Minor Healing, ja. So. Okay. Passt. Haben wir jetzt auf Favo? Nach oben. Ah, die müssen die normalen Potions auf Favo legen. Kreis. Items. Potions. Und dann. Hier, Healing. Genau. Und Y. Und okay. Wow, wir haben eine Resist Frost Potion. Nein, weil der Zauberer, der uns angegriffen hat, der hat einen Eiszauber auf uns. Ja, stimmt, ja. Genau. Können wir jetzt ja vorher eine reinpfeifen. Genau. Hier, da durch und dann links hoch und dann rechts hoch. Voll den Weg. Mal links und dann rechts und dann wieder. Alter, voll kurzärmlich. Haben die alle kurzärmlich? So ist das in Skyrim. Das ist ein richtiger Ort. Ja? Auch noch kaltes Metall auf seinen Arm. Ja, Captain America, die anhaben, ne? Ja, gut. Ja. Stimmt. Alter. Da sind schon hart besoffen, ey, ja? Das ist bestimmt scheiße, wenn du nachts bei minus 12 Grad. Na? Ich weiß noch, wo wir hier letztens auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und ich hier mit der Kutter vor die Ärmelrute gekrempelt habe. Ja, das war schon recht. Und die. Frostig. So. Unbedingt auch irgendwann fährt. Ja, 1000 Gold. Wir hätten uns nichts kaufen dürfen, um jetzt nur annähernd an die 1000 Gold zu kommen. Da kostet es wirklich 1000 Gold? Ich glaube 1000, ja. Ich glaube wirklich. Ich weiß das gar nicht. Wir sind übrigens immer noch Level 1. Das ist jetzt Episode 5 oder so. Das kommt halt auch dabei rum, weil wir halt nicht diebstahlen oder so, ne? Ja. Ich weiß noch, wo ich das mit meinem Archer gemacht habe. Ich habe alles geklaut. Ja, ja. Und du hast ruckzuck hast du die XP zusammen. Ach, hier schmier die Schneewehen. Ja, vor allem, wenn du halt nur auf Stealth läufst, ne? Ja. Ist es ja im Endeffekt egal, ob du jetzt gesehen wirst oder nicht. Sondern es verbessert sich ja im Endeffekt mit jedem Schritt, den du machst im Stealth-Modus. Ja, da läuft gleich die Straße lang. Aber wir brauchen den gleich. Du kannst mal gucken, ob du in eins der Häuser reingehen kannst. Dann sind die meistens, dann spawnen die meistens. Okay. Oder geh auf die Straße dann. Ja, weil er ist ja. Er ist ja null zu sehen, oder? Ja. Ja. Mal gucken hier. Versuch mal in so ein Haus reinzugehen. Hier. Vielleicht ist da gerade jemand wach. Hallo! Ist ja nicht so, dass das Mittag wäre. Ha, guck mal hier. Alter, der Hund? Trübe. Master Cruelcy comes and works the field sometime. Nee, ich will dir nicht Weed verkaufen. Ich weiß, das brauche ich noch für halt. Ich verkaufe dir kein Weed. Da ist er. Ach, hier, ja. Genau. So. Komm mit Denver. Ah, jawohl. Dieses hübsche Glatzengesicht am frühen Morgen. Tatsache, der läuft wirklich über die Straße. Ich habe nie einen Follower gehabt, weil ich musste immer schleichen. Wir haben ja immer ein ziemliches Problem auch mit der Wegfindung. Also als Stealth brauchst du ja sowieso nicht, da ist ja nur ein Weg. Aber ansonsten bevorzugen die auch wirklich wahr normale Wege. Also so diese über den Berg steigen oder mit dem Pferd. So. Das machen die nicht. Denver? Oh, guck mal hier. Mach dich bereit, Junge. Hat seine zwei Hände schon mit. Geht los hier. Aber wenn du schwer Rüstung findest, kannst du ihm die da gleich direkt geben, ne? Dann zieht er die automatisch an. Okay. Weil immer das beste Equipped. Hello, Friends! Ich wollte den Trank reinnehmen. Den Eistrank, genau. Hier. Alter, wie jetzt auf dem Bogen umswitcht. Alter! Der hat hier voll die Reine verletzt. Whoa. Items, warte. Healing. BAM! Hast du auch noch Magica? Ich glaube, ich bin tot.
Nein, was denn? Du hast nur versehentlich auf den Right-Stick gedrückt für die Third Person. Nein, nein, das ist, wenn du dieses, das hatte ich schon mal mit dem Archer. Wenn einer an dir einen Finishing Move macht, dann bist du instant tot. Okay. Und das kann auch bei so viel Leben passieren. Das hatte ich nämlich auch mit dem Archer. Aber ich bin direkt hier vorne. Ja. Ah ja. Okay. Also es sind mindestens vier da drin. Aber du hast schon gesehen, ne? Der eine, der hat er ganz alleine fertig gemacht. Ja, 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 ja. Richtig. Denk an den Frosttrank. Ja, den Schuck jetzt, bevor ich da reingehe. Anfangs übelst viel Damage weg. So. Komm her, Junge. Stenver. Waffe rausholen? Ja, er kommt nicht über die Schneehut drüber. Ja, das ist zu schwer. Das kann ich verstehen. Der Schnee. Mit der schweren Rüstung versinkst du. So. Frosttank. Jetzt hast du eine Minute, um sie fertig zu machen. Und? Quick save. Alles klar. I'd rather fight bandits than Frogger. At least bandits know when to stay dead. Never should I have. Stirb! Alter, ich mach dir eigentlich ganz guten Damage, ne? Ja. Warte mal, da kam vorhin nämlich von der Seite einer. Wow. Also, ich bin am Schleifen. Bin schon wieder am Schleifen. Bringen Sie unseren Begleiter. Gönn dir es denn wahr? Oh, einer ist noch drin. Ja. Da ist noch einer? Ja. Tatsache. Oder ist der Vaters? Master Bogenschütze. Tatsache, der ist rausgerannt. Warte, warte, ich schuck nur zur Sicherheit. Du kannst doch gleich noch einen Magikartrank hinterher trinken. Weil der ist eh Bogenschütze. Jawohl! Gefinisht! Gefinisht! Und das lade ich nicht nur mal neu, Kollege. So. Ja, wir nehmen erstmal alles. Kaufen. Kann ich alles mitnehmen? Ich. Ja. Okay. Stem war sehr gut. Oh, der Blut tropft am Boden, Alter. Das ist ja, also stimmt, der Enhanced Blatt. Ach halt. Ja. Erstmal alles mitnehmen. Alles mitnehmen jetzt. So. Alter, ich will das gar nicht. Ja. Na, okay, Wundlädel. Nein, das kannst du. Hier, Carrot. Carrot. Hier ist nix. Wir müssen irgendwie gefühlte 30 Leichen liegen. Ach, guck mal hier, essen. Mammutsteak. Guten Blut. Da, so. Alter, also, da kriegen wir jetzt hier richtig Gold für. Oh. Oh. Da war so ein Trank da. Oh, ein Schild. Schild ist nie verkehrt. Da, hier, 60. Die Schaufel direkt runtergefallen. Da, hier, der hat noch. Da war ein anderes. Die! Achso. Guck mal, beige. Beige Unterwäsche. Ah, Coin Purse? 8x Südgold. Ich nehme erstmal alles mit und dann gucken wir gleich mal den Windhelm. Und man hat immer so ein bisschen Gold. Oh, okay, okay. Zum Glück haben wir Lockpicks. Oh. No! Ich dachte, das geht noch. Okay. Gucken wir mal. Jawohl. 36 und eine Treasure Map. Okay. Iron Boots. War hier nicht noch ein? Oh. Vielleicht vorhin, dass der irgendwie vorher nur rausgefallen ist. Ja, okay, ja, hier ist auch nicht. Und ich glaube, jetzt haben wir alle vier. Ja, Stan war es auch schon direkt hier. Okay. Ja, wie gesagt, also du kannst ihm gleich noch was traden, wenn du möchtest. You've been a good friend to me. Sure, feel free to hand me all the gold you want. Weil der hat nur eine Baltic Tunic an. Und so kannst du gleich noch ein bisschen Wie tausche ich nochmal um? Select-Taste. Okay, und wir wollten ihm was geben? Schwere Rüstung. Am besten schwere Rüstung. Iron Armor. Iron Boots.
Gauntlets. Ein Shield kriegt er nicht, er hat einen Zweihänder. Du kannst ihm auch einen Shield mit einer Einhandwaffe geben. Aber wir haben keine Einhandwaffe, oder? Doch, denke schon. Steel Sword. Wir haben Staff of Flames. Okay, warte, Steel Sword und Iron Shield. Und dann muss ich ihm aber Dings wegnehmen, oder? Sein Zweihänder, oder? Nee, du kannst du machen, musst du aber nicht. Aber der rüstet das jetzt selber aus, das Schild? Der rüstet das jetzt so aus, wie er es am liebsten hätte. Okay. Wenn er am besten mit einem Zweihänder kämpft, dann wirst du das sehen. Dann können wir ihm das andere wieder wegnehmen, ist klar. Okay. Und jetzt hast du es ihm weggenommen. Mit R2? Ich habe R2 hast du ihn gedrückt. Dann hast du es dir wahrscheinlich gerade angezogen. Ja. Runtergehen und dann mit anlegen. Okay. Genau. Du kannst auch gucken, wer den Bows. Weil er hatte einen Bow und du hast jetzt gerade eben zwei Bows gehabt. Sure. Ob ich einen besseren habe quasi. Genau, also er hat einen Hunting Bow. Mit 8 Damage. Und du hast. Ja, okay. Ja. Okay. So, dann lassen wir eben gucken wegen unserem Flame Stuff. Hier. A Guard of Fire wird das 8 Damage per Second. Targets und Fire Attacks. Perfekt. Brauchen wir keinen Dagger mehr. Oh, ist aber nur ein Handstab. Okay. Also, wir können eigentlich zwei Stäbe. Alter, das ist voll Gandalf, Mann. Du kannst nicht vorbei. Wir gehen jetzt erstmal Windhelm. Nein, gar nicht. Wir können zum Shipwreck gehen. Das. Alter, die Störung. Map. Hier oben. Was ist hier denn? Alter. Da sind wir aufgewacht. Im Gold Barrow. Ne, dann gehen wir jetzt zum Wreck. Da gab es ja noch irgendwas. Genau. Was ist das? Da kommst du aber hier nicht vorbei. Also. Das ist eine Trollhöhle. Eine Trollhöhle? Ja. Warte. Okay. Eine Trollhöhle. Gott save die F5-Taste. Alter, wirklich. Irgendwie verbraucht der Stab ziemlich viel Power, oder? Guck mal. Nach einem Battle. Ja. Alter. Das ist ja auch ein billiger Stab. Also ich halte jetzt mal die normale Zaubertaste. Ich will mal Quicksave machen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kommen gleich die Trolle. Nein, ich mach's Quicksave. Das ist ein Buch. Oh, hier. First Hold Rebel. Ne, das ist ein Geschichtsbuch, oder? Ja. Ja, okay. Aber da links ist noch ein Buch. Ja, gut. Okay. Ja, das ist auch so eins, ne? Ja. Und an jeder Spitze von so einem Turm ist immer eine Kiste. Immer. Okay. Adept. Oh. Alter! Ja, noch ein Stück runter. Fast sogar ganz zum Schluss. Warte. Oh! Ah. Shit! Okay. Ja, nimm mit, ne? 11 Gold. Vor allem Petty Soul Gem. Brauchen wir nachher für unseren Zauberstab, ja, ne? Ja, okay, aber keine Trollhöhle, ne? Oder? Alles in allem? Ziemlich entspannter Turm. Ja. So, auf zum Schiff. Schiffswrack. Und da seht ihr sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Vor die Deutschlandflagge. Action. Nee, Belgium. Schwarz und Gold sind wir. Belgium hat auch. Schwarz und Gold. Ja, aber die haben das senkrecht. Das deswegen? Ach nee. Ja, die hätten quasi unsere Flagge nur anders aufgehängt. Okay. Ja, genau. Okay. Da hinten sehe ich es doch schon. Erz. Brauchen wir denn eine Achse? Pickaxe? Ja. Okay. Aber wir wissen es schon mal. Ein Wolf? Nee, das. Was ist denn größer, oder? Ist das ein Troll? Eine Frostbissspinne! Ja, das arme Füchslein. Was kann ich auch? Ich dachte jetzt erstmal halt, mach ich da was? Aber hat schon Gold Damage gemacht bei der Frostbissspinne.
Upgrade 9. Wir brauchen momentan jede Erfahrung, die wir kriegen können. Definitiv. Weil das nächste ist jetzt schon wieder ein Banditenschiff. Alter! Alter! Wie so ein Leuchtturm, weißt du? Wie so ein geil! Auto-Aiming. Seht ihr das? Ja. Das ist so. Sehr gut, sehr gut. Doch, das ist schon das Schiff. Ja. Hey, kannst du den Fuchs töten vielleicht. Besser wegen der Erfahrung. Aber läuft der nicht weg, wenn ich den nehme? Nein, der Fuchs ist ein friedliches Tier. Ja gut, jetzt ist er weggelaufen. Erz. Wo hast du das jetzt gesehen? Ja, guck mal, der eine Stein da links. Der sieht doch anders aus wie die anderen. Na gut, okay. Da ist ein Wolf. Wolf! Hm. Ja, da wirst du wohl schwimmen müssen. Das ist kalt. Ja, wir haben ja nicht den Survival-Mod an. Das, ich spring mal in die Sicherheit. Ein Eiswasser erfrierst oder so. Ja. Ja. Wir hoffen, dass dein Follower das auch. Ich hoffe, ich guck mal. Ich glaube, er ist da drunten. Da ist eine Robbe. Wer ist? Keine Ahnung. Wir brauchen ihn nicht. Wir suchen nur einen Wrack. Wer kann schon einen Wrack überlebt haben? Da war ein Bandit. Da wo? Siehst du? Da oben. Da wo? Links. Da oben auf dem Schiff. Das ist ein Bandit? Ja, bestimmt. Der angelt da. Oder sitzt da. Siehst du? Ja, er ist scheint böse, ja, ja. Alles klar, Bro. Dann komm mal her, Junge! Das ist mein Plan. Ja, da links kommst du. Never should have come here. Ich bin gar nicht lost. Ich hab dich gesucht, Kollege. So sieht's aus. Wenig bis gar kein Damage, oder? War das ein Bandit Chief, Alter? Wow! Den machst du. Okay, warte, warte. Oh, du kannst leichte Arme ausrüsten. Stimmt, ja. Die haben ja keine Rüstung an. Da schon mal. Das war die Chief. Hier, Junge! Hier! Ha! 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 Oh! Boah, du! Ach, ich nehme die ganze Zeit den Start. Musst du noch das. Da sind noch zwei! Zum Glück der Boden. So, das ist nur noch einer. Nein, niemals! Wow. Ah, like a boss! Boah. Frag mich ehrlich, man sieht ja immer diese Let's Plays. Wo sind die machen das dann Legendary oder so. Ja, ja. Yo, wie? Ja, wenn du am Anfang spielst als Krieger oder so, mit dem Schild, ne, dann kannst du halt wahnsinnig viel übers Block machen. Ah, okay. Oder du machst halt als Archer und dann kannst du eben wahnsinnig viel über das andere Zeug machen. Das andere Zeug. Also das ist alles leicht, wir haben nichts zu zaubern, ne? Nein.
Okay, also hier haben wir schon mal eine. Die können wir nicht, weil dann müssen wir unsere Warps aufgeben. Ach so, so, so. Also wir können Bracers, Boots und. Wir haben beide für 6. Eine Ressource mehr. Ja. Eine Ressource mehr. Ja. Und einen Helm haben wir nicht. Nee. Hm. Okay. Ja, gut. Gibt's da noch eine Kiste? Was meinst du, da irgendwo eine Kiste verstecken? Vielleicht oben drauf dann. Oder weil die kamen ja alle von oben. Oder hinten dran. Oh. Ja, okay. Garnet, Gold, Iron Arrow. Iron War Eggs of Rain, Alter. 122 Damage. Und 3 Lockpicks. Value. Das ist nice. Okay. Wollen wir nach oben? Ja, dann muss man ihn nutzen. Okay, nutzen wir es hier. Das sind sehr massiv zugebaut, die alten Schiffe. Alten Schiffe. Ja, ja. Ja, ich habe eh so ein Spiel, was das ist. Aber jetzt, pass auf, warte. Quest. Nee, Quest ist hier. Also. Wir müssen. Wir können jetzt 2 Quests abgeben in Windham. Können dort auch noch verkaufen gehen und alles? Können dort verkaufen gehen alles. Denn ansonsten bleibt uns ja noch das College und Shrine, aber die sind ja quasi schon wieder eine eigene Region. Das ist ja, ist schon wieder. Wir haben auch noch die. Was ist denn hier damit noch? The White File. The White File zum Beispiel liegt auf dem Weg nach Windham. Nach Winterhold. Okay. Das wäre also noch eine Möglichkeit. Dass wir jetzt quasi nach Windham gehen, die Quests abgeben. Ja. Dann machen wir die White File und gehen dann eben Azuras Shrine. Wo ist denn hier die White File? Hier, da links. Das da? Ja. Forsaken Cave. Okay. Und da rechts vom Forsaken Cave geht die Straße hoch, die führt dich zu Azuras Shrine und nach Winterhold. Ah, ja, ja, okay. Ja, gut, das ist eine gute Idee. Dann, oder? Wie komme ich jetzt hier runter? Ach, hier. Schwimmen! Wir müssen Richtung Süden ungefähr. So kalt! So kalt! Oh, wieder hinten die Sonne über die Bäume glänzt. Ah, das ist. Es ist einfach schön. Aber unser Follower ist nicht da, ne? Eiskalt. Ja, kann nicht schwimmen. 500 Gold bezahlt? Ja, er hat uns auch groß geholfen. Beim ersten Banditen-Camp. Wo 4 Gegner waren. Jetzt waren es wieder 4 Gegner, ne? Im Endeffekt. Ja. Ich denke, wenn wir uns da besser angestellt hätten, dann hätte das besser geklappt. Das lag nicht an mir. Nee. Ist da. Geht's da rein? Ich denke es auch gar nicht. Eiswurf! Dem ich irgendwie kaum Damage mache. Oh, der Potions. Da haben wir noch 2. Oh, shit. Ich will nicht sterben! Nein! Habe ich vorhin gesaved nach dem Fight? Ich glaube nicht, nein. Hey, wir sind immer noch Level 1. Alter. Wo habe ich denn? Ja, liebe Leute, wie wir dann das erneut versuchen, in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, hey ihr Milchtrinker. Milchtrinker. Okay.